Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen, vor allem für BWL und Jura und möchte mich in diesem Video mal der Frage widmen, was das Cluster oder Klumpenverfahren ist. Cluster oder Klumpenverfahren. Und zunächst einmal müssen wir das einordnen, und zwar gehört es in die Meinungs- oder auch in die Marktforschung. Und ehe wir nun genau schauen, was das ist, müssen wir zwei Begriffe klären, nämlich den Begriff Grundgesamtheit. Und den zweiten Begriff, den wir brauchen, ist der Begriff Stichprobe. Und mit diesen beiden Begriffen können wir das schon ganz leicht verstehen, was das Clusterverfahren ist. Grundgesamtheit ist das große Ganze, das, was ich untersuchen möchte. Also zum Beispiel möchte ich wissen, was alle wahlberechtigten Bundesbürger denken, was sie wählen würden am nächsten Sonntag. Und Stichprobe ist ein Teil, das ist der Teil, den ich untersuche, ein Teil der Grundgesamtheit, der hoffentlich repräsentativ ist. Und beim Clusterverfahren macht man jetzt Folgendes. Nehmen wir mal an, das sei das große Ganze. Das seien alle Wahlberechtigten in Deutschland. Und jetzt nimmt man einen Klumpen hier raus, zum Beispiel einen Wahlbezirk. Und jetzt ist wichtig, dieser Wahlbezirk ist genauso heterogen wie die Grundgesamtheit. Das ist eine Mini-Grundgesamtheit. Also von der Bevölkerungsstruktur, von religiösen Bekenntnis, von Ausländeranteil und, genauso zusammengesetzt wie das große Ganze. Also man nimmt einen Klumpen, einen Cluster hier raus und untersucht diesen Klumpen, befragt diesen Klumpen komplett. Also die Mini-Grundgesamtheit wird komplett befragt. Und damit kann man mit faszinierender, oder beobachtet, damit kann man mit faszinierender Genauigkeit auf das große Ganze schließen. Ja, die Ergebnisse sind faszinierend genau. Warum? Ja, weil das ja das Große im Kleinen genau abgebildet ist. Es ist sozusagen eine Mini-Grundgesamtheit. Also ein Cluster ist eine Mini-Grundgesamtheit. Das war's. Wenn Sie leichteres und schnelleres Lernen interessiert, dann schauen Sie mal spaßlerndenk-shop.de. www.spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert.